Gut, weiter im Text. Was? Wir sind immer noch irgendwo hier unterwegs und suchen irgendwelche Viecher. Richard möchte einen Rissen 3 Replay mit den Ganzlinger sehen. Ist das überhaupt tatsächlich eine richtige Klasse? Also, es gibt ja eigentlich nur. Also, zumindest habe ich bis jetzt nur von 3 Fraktionen gehört, weil die Piraten können mir ja bei meinem Geisterproblem nicht helfen. Das Ding hier sieht doch. Warte mal, sieht das hier in der Astralsicht irgendwie anders aus? Nö. Die Astralsicht ist übrigens total sinnfrei, weil sie bringt dir nur was, wenn du das gelevelt hast, dass du Sachen siehst, aber du kannst damit nichts sehen, was du nicht auch so sehen kannst. Ist auch geil, dass an den astralen Baum eine normale Leiche dranhängt. Jetzt schon. Ja, es ist halt wirklich ein bisschen sinnfrei, ne? Das Problem ist, glaube ich, dass ich einfach zu tanky bin. Also im... So im Großen und Ganzen, ne? Ich meine, ich treffe die meiste Zeit nicht. Das ist nicht ganz so effektiv, was ich hier mache, was zu Geld angeht. Aber jeder Schuss kostet mich halt ein Gold. Und das ist halt ziemlich billig. Also wenn Munition halt irgendwie knapper wäre, oder irgendwie so Kugeln so 5 Gold kosten würden, wie du das echt überlegen musst, weil du halt... Oder wenn du langsamer nachladen kannst, aber so ist es halt, wenn ich spam den Scheiß hier raus, weil wenn ich treffe, mache ich 3-mal so viel Schaden, wie ich jemals mit meinem Schwert machen kann. Und ich muss mich nicht damit rumärgern. Oh, jetzt könnte es tatsächlich ein bisschen knapp werden hier. Ich könnte ja auch Feuerwaffen leveln, aber kann ich ja nicht. Wie viel habe ich noch? Man kann es echt schlecht sehen, wie viel Lebensmittel man hat. Ach, da kommen die grünen Herzen her. Wie viel ist ein grünes Herz denn nochmal wert? Kann bestimmt gutes Geld für kriegen. Endlich krieg meine Waffe was. Aber ich glaube, Schergen kriegt tatsächlich auch im Nahkampf, oder? Fuck. Was war das denn? Warte, ich kann auch noch einen Wolf beschwören. Guck mal hier. Oh, sollte mir das eigentlich zu denken geben? Ja, Höhenhund. Attacke! Jetzt breche ich dir den Schädel. Alter, dieser Höhenhund ist ziemlich sinnlos, muss ich sagen. Oh, Bones ist tatsächlich mal down. Krass. Was ist passiert? Es gibt magiebegabte Schergen und gegen die versagt Bones tatsächlich. Interessant. Nun. Oh, noch mehr Kastanne. Nun gut. Aber trotzdem scheint diese Taktik im wirklich gut zu funktionieren. Was ist hier los? Was? Moment. Ja, man heilt er mich jetzt wieder. Beste Schoko und Suse lurken. Ein bisschen risky Sport auslösen. Suse lurkt immer. Also wirklich immer, immer. Glaub, diese Beschwörungen sind auf jeden Fall richtig sinnfrei. Ich keine Ahnung, was ich von denen soll. Na gut, rennen wir erstmal wieder zurück zu unserem Questgeber, bevor ich das vergesse. Ob das hier so das darstellen soll, dass das ein Stück des Geisterreichs ist? Was hier irgendwie in dieser Realität irgendwie Einzug gehalten hat? Dass das quasi die Zerstörung des Kristallportals diesen Übergang nicht komplett zerstört hat? Was? Es gibt eine Regel auf Twitch, Dunkelkurse Lurker. Ich müsste immer noch dieses Lurkerhorn mal einführen. So, halt zurück. Grüß dich, hier. Hier. Mehr war von deinen Gefährten nicht zu retten. Danke. Dann lass uns ihre Überreste mal unter die Erde schaffen. Ihr habt gut gekämpft, Brüder. Und ihr werdet nicht vergessen. Ruht in Frieden. Was können wir Menschen gegen so viel Tod und Verderben noch ausrichten? Tja, wir müssen alle sterben, Mann. Reiß dich zusammen, du lebst ja noch. Du hast leicht reden. Sind ja nicht deine Freunde, die da beerdigt liegen. Nein, aber wenn sie es wären, wüsste ich schon, mit wem ich abrechnen würde. Weißt du was? Du hast recht. Ich werde meine Freunde rächen. Jetzt verstehen wir uns. Gut, ich kehre zurück zur Zitadelle. Wir sehen uns. Gut, dann fehlt eigentlich noch Alvido, ne? Und dann müssten wir nicht alle haben. Stück für Stück. Ach, guck mal hier, das war wirklich genau hier. Na gut, das war jetzt... Dann kann ich noch da vorne, das ist noch so ein komischer Beschwörungskreis. Was war das?
Nun. Will ich wirklich in diese komische Höhle gehen hier? Ja, noch mehr Viecher. Schwarzer Ghoul. Na gut, das, ich glaube, das mit der Pistole, das wirkt zwar ganz witzig, aber ich glaube, das kann ich lassen, weil die trifft so selten. Da fahre ich besser, wenn ich... Da fahre ich besser, wenn ich das so mache. Was war die Regel nicht auf Twitch? Das Berühren der Figur mit dem Föten ist verboten? Hm, Höhle oder komische Lichtung? Wir nehmen die Höhle. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Irgendwie... Das tat weh. Schlechter. 125 von 500. Also irgendwie ist das einzige Gute eigentlich an den... Endlich kriegt meine Waffe an den, an den Begleitern, dass Bones mich heilt. Aber die anderen? Die Hälfte der Zeit aggro die halt echt nicht mit, ne? Jetzt ist die Frage, kriege ich Spinnen im Nahkampf besiegen? Ich glaube, die Antwort ist nein. Vor allem nicht Säurespinnen. Aua. Das war kein Treffer. Aber jetzt ist nur noch einer. Wenn bei uns mal tankt, dann ist ja gut. Ich frage mich immer noch, wie es passieren könnte, dass Bones umgekippt ist. Bei dem einen Schergen. Weil ich meine, alle anderen Schergen haben das bei Weitem nicht geschafft. Beziehungsweise alle anderen Gegner, die mir überhaupt begegnet sind. Und das waren ja nicht gerade wenige. Was ist das hier? Ach, hier ist noch ein Hof. Direkt in den Einbruch der Dings. Na gut, hier wird wahrscheinlich keiner mehr leben. Echt witzig, dass die dunklen Schergen anscheinend die Menschen und alles vertrieben haben. Aber die Truthähne noch alle leben. Also, lebten. Meine Gier ist ja wie immer ganz so. Guck mal, das sind ja für... Das sind ja auch keine Äpfelbäume. Ich kann auch, was für Bäume das sind. Aber anscheinend sind die Ratten schon eingezogen. Ein Löffel, Wasser... Messer, Fleisch... Mann, wenn deine Hütte so aussieht, hattest du die falschen Gäste auf der Liste. Zerbrochener Dietrich. Ich habe eine Quest für einen zerbrochenen Dietrich? Immerhin wurde nicht gleich das Bettdings ausgehen. Ausgelöst. Das nervt mich eigentlich am meisten an diesem. Du legst dich auch so in den Bettdings und auf einmal gehst du pennen und wachst im Geisterreich wieder auf. Was bist du? Ich will fest tun. Ach ja, das Ding. Jetzt müsste ich nur noch den Questgeber für den zerbrochenen Dietrich finden. Oh. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Kennen wir den nicht, Fan? Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten greifen schutzlose Bauern an. Ja. Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Tja. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das feige Schwein. Die hatten keine Chance. Tja, wo könntest du denn hin sein? Wer ist denn die fünfte lebende Frau? Wohin die Iona geflohen sein könnte? Ich habe ein paar Spuren entdeckt, die nach Norden führen. In der Gegend ist auch ein alter Steinkreis. Könnte sein, dass sie dort in der Nähe Unterschlupf gesucht hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich lebt sie schon nicht mehr. Das ist aber ein positiver Ansatz für die ganze Geschichte, ne? Ich sehe mich mal nach Iona um. Gut. Aber pass auf dich auf. Hab keine Lust, noch ein weiteres Grab auszuheben. Bauernopfer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Wort nicht in dem Sinne benutzt wird, wie es... Ach, egal. Runenhaut. Runenhaut könnte tatsächlich der sinnvollste Buff sein. Ist eigentlich witzig, dass es die coolen Zaubersprüche, was wir sehen, was die Dämonen hier halt können mit diesen Vorspringen, dass es das wiederum nicht als... Als Rune gibt. Oder das heißt irgendwie anders, ich hab's bloß noch nicht realisiert. Kann ich mich eigentlich an Wasserfässer heilen? Nö, wahrscheinlich. Ich habe mir gerade nicht zugehört, wo er gesagt hat, wo sie hingegangen ist. Ich habe nur den Teil gehört, wo er gesagt hat, ist wahrscheinlich eh schon tot. Aber wir werden mal nachher sehen. Die finden wir bestimmt noch.
Oh, noch ein Golem. Sieh mal, ein Steinkreis. Hier wurden früher bestimmt Jungfrauen geopfert. Also pass besser auf dich auf. Jo. Wahrscheinlich, also das ist glaube ich nicht so hier im Spiel, aber an sich wäre der Erzgolem bestimmt total resistent gegen alles. Also vor allen Dingen Kugeln. Aber es ist so ziemlich der einzige Gegner, den ich tatsächlich ohne großartige Probleme im Nahkampf besiegen kann, ohne mich anstrengen zu müssen. Gut, wenn ich jetzt nicht sehen kann, ist tatsächlich nicht ganz so einfach, aber das ist halt ein Gegnertyp, den ich komplett alleine kaputt hauen kann, ohne Waffen zu benutzen, also ohne Schusswaffen zu benutzen. Ein Gegnertyp, der an sich eigentlich zumindest so vom Aussehen her kugelsicher sein müsste. Aber den kriegen wir so umgehauen, weil der ging. Schnelle Attacken. Oh, jetzt könnte er mich eventuell das immer schlagen. Oh. Also ich muss ihn schon mit schweren Attacken hauen, ne? Ah, Golems sind so lächerliche Gegner. Oh Mann, ey. Marschkristall, ey, noch ein Teleportstein. Dann sind wir jetzt ganz schön plus. Ich glaube, ich finde zu wenig Teleportorte. Oder ich aktiviere die, ich sag nicht. Wahrscheinlich bin ich schon nach 3 Stunden vorbeigelaufen, hast du es nicht gemerkt. Ach Mann, ey. Wir hätten so noch welche Scavenger? Aber wofür genau gibt es diesen Steinkreis hier? Scheint keine Signifikanz zu haben. Aber was übrigens auch sein könnte, ist, dass die Kugeln beschränkt sind in diesem Teil. Muss man hinterher beim Schmied gucken in der Festung, ob ich wirklich so leicht an neue Kugeln rankomme. Oder ob der wirklich nur 100 Stück hatte. Weil dann ist hier meine OP-Taktik vielleicht doch nicht so OP, wenn mir die Munition ausgehen kann. Die Trefferchance in der Bewegung ist auf jeden Fall zu gut. Von dem, wenn du die Viecher alles quickscopen kannst. Ach, schön. Hallo? Warum liegt das Vieh da hinten? So kommen wir hier nie an die Hühnerbollen. Du musst hier noch eins liegen. Okay. Die ganze Lichtung hier bietet uns halt einfach gar nichts, ne? Ist ja schrecklich. Irgendwas macht durch hier rauschende Geräusche. Ist hier noch? Achso, das ist der Schrecken des Nordens, den ich durch die Wand höre. Aber zum Glück ein einfaches Schloss. Hm. 11 Gold. Wow. Naja. Wie man das auch so. Haben wir jetzt hier alles? An sich? Eins, was wir noch nicht gefunden haben, ist die Holy Iona. Alter. Ach. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir vorher waren, ne? Irgendeinen Grund, warum ich den Fisch wollte ich mal zurückhalten. Obwohl es aktuell so aussieht, dass trotz der Tatsache, dass mir die Typen mir am Anfang erzählt haben mit wir haben hier keinen Fisch und wir müssen hier auf jeden Fall dringend mit den Bauern, müssen wir übel aufpassen. Achso, das soll dieses Loch sein. Ja. Es anscheinend niemanden gibt, den es interessiert, dass ich Fisch im Angebot habe, ne? An sich könnte ich jetzt auch erstmal schnell reisen. Oh, es sieht nach Sport aus. An und für sich könnten wir auch jetzt erstmal. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich wohin schnell reisen kann, um Zeit zu sparen, aber die Zeit hätte ich lieber mit Laufen verbringen sollen. Das ist ein bisschen doof, dass. Oder kann ich die Karte da unten nicht zoomen? Nö. Also ich finde, das sollte eine. Ich habe es schon mal erzählt, es sollte eine DIN-Norm für Spielebesteuerung geben, an die sich alle möglichst zu halten haben. Oder zumindest, dass so Standardbelegungen sind. Vor allem möglichen Sachen. Wie zum Beispiel, dass Punkt und Komma die Minimap zoomen. Falls es denn eine gibt. Das ist in einigen Spielen, das ist so vom Gefühl her die beste. Oh, was ist das? Das ist schon wieder eine Riesenspinne. Aus deiner Haut hab ich mir eine Mütze. Die Grabspinnen, die sind immer so. Kommt jetzt hier schon wieder Sport hinterher? Ist ja schrecklich. Stirb, du Grabspinne! Hm.
Noch so ein komischer Dino. Also dafür, dass sie die ganze Zeit erzählen, dass sie hier übel das Dämonenproblem haben, glaube ich, ist eher so die normale Fauna, die auf Kalador wohnt, eher das Problem von den Leuten, oder? Oh Leute, das staggert die ja sogar mitten im Sprung. Oh, ist das dumm. Niemals sollte diese kleine Kugel die Viecher aufhalten. Meine Puse sind leer. Hallo Marv? Oh, hallo Marv. Grüß dich. Über 1 gehen, da könnte ich glaube ich gerade noch im Nahkampf besiegen, oder? Das sind ja zum Glück keine... Hä, hey, mache ich jetzt mehr Schaden als vorher? Also ich erinnere mich noch an den ersten Scavenger, den ich auf Taranis umgehauen habe. Und ich hatte doch gleich am Anfang, ich habe doch das Schwert die ganze Zeit hier, oder nicht? Ah ne, die Schattenklinge habe ich erst gefunden, aber ich hatte ein Schwert, was minimal schwächer war. Ich habe doch eigentlich nichts gelevelt in Sachen im Waffendepartment, oder? Dann ist ja noch so ein Drecksnapper, Alter. Ich suche doch nur... Was suche ich eigentlich? Ach ich, genau, ich suche den... Ne, das ist ein Varan. Kein Drachensnapper. Ich suche eigentlich nur den Schmiedelehrling. Aber irgendwie... Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Irgendwie taucht er nicht auf. Oh, oh, oh. Aber wenn sie mich denn doch mal treffen... Ist ein bisschen unlustig. So. Haben wir es doch. Naja. Da hinten ist noch so ein komisches Rhinoceros. Was hier alles auf dieser Insel lebt, ist ja der Wahnsinn. Das artet hier in Arbeit aus, das ganze kleine Kräuchfläuche alles niederzumachen, das ist ja schlimm. Vitamin kriegen wir schon nicht, oder? So viel Damage von der Knifte. Ja, dass du halt nicht stehen bleiben musst zum Nachladen, ist. Das ging schnell. Das macht das halt. Das trivialisiert hier irgendwie vieles, finde ich. Ja, ich meckere das, obwohl ich vorher mich, glaube ich, 2 Stunden lang darüber ausgelassen habe, dass das viel zu leicht ist. Weil das ist halt. Also, ich hätte halt gerne so ein Mittel aus. Gegner sind total nervig und staggern dich zu Tode. Und du kannst halt die Hölle daraus wegschießen, indem du einfach nur durch die Gegend rennst. Beim Rumlaufen deine Waffe nachlädst. Und dann irgendwie das Ding kurz mal aus der Hüfte abfeuerst. Und damit übel Schaden drückst, obwohl das nicht gelevelt ist und gar nichts. Und die Trefferrate gefühlt 70% ist. Das nehme ich mal an. Die Trefferrate ist übrigens eine interessante Geschichte, weil in vielen Spielen... Oh, jetzt ist das Spiel tatsächlich abgestürzt. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wann das letzte Safe Game war. Fängt es noch wieder? Nö. Hm. Okay, das Spiel kann abstürzen. Gut zu wissen. nun. Komme ich jetzt hier wieder raus? Mein Taskmanager liegt auf meinem anderen Desktop. Ach, Menno. Okay. Heute habe ich anscheinend nur Rechnerprobleme. Mann, warum ist denn der dumme Taskmanager hier? Komme ich da irgendwie ran? Ich kann die Vorschau sehen, aber ich kann daran nicht rummanipulieren, während die Ansicht hier ist, oder? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Warte mal, Switch User?